Zum Baum können wir auch gehen. Munk. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen. Wie schade. Oh nee. May ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie gesagt. Wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird, wenn sie nur woanders üben könnte. Das muss dann wohl May sein. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem. Aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Oh Mann. Wie bescheuert. 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Sag niemandem, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Schlau, schlau. Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8-mal gewinnen müssen. Sorry dafür, muss sein. Ey, ich liebe die Musik in dem Spiel, das ist unglaublich. Die Musik ist halt echt immer so gut. Okay, hier unten gibt's gerade niemanden sonst. Es macht mir einfach zu viel Spaß, sorry. Man kann runtergehen. Zu diesem Baum. Dann machen wir das doch. Und schauen uns an, was uns dort erwartet. Jenkins. Manche mögen das Schrott nennen. Für mich sind es Schätze. Zyklen war ich ein Hagenboot, habe mich dann aber zum Schatzsuchen umfunktioniert. Hört sich jetzt recht fantastisch an, kann aber hart und grausam sein, so wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl, möge er in Frieden rosten. Das ist eine Winkelkatze. Und eben der Arm. Was? Rote Pflanze nehmen. Rote Pflanze. Okay, ich glaube, das war bloß eine Pflanze hier. Dann geht's wieder zurück. Katzen sind so gute Tiere. Okay. So geht's auch. Alexander. Das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfällen, keine Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sagt er mich in seinem Schoße schützt. Sollst du auch sein mein Grab? Ist dir das zu gefährlich? Es geht so.
Habe ich schon bessere Gedichte gehört? Oh, wait. Was jetzt? Ich bin nicht an weltlichen Besitztümern interessiert. Schade. Müsstest du ein bisschen offener sein gegenüber Weltbesitztümern? Der Hut. Nice. Kochzeit. Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Hauptsache, er heißt einfach Kochzeit. Diese Blumen sind aber hübsch. Es gibt bestimmt einen Roboter, der sich darüber freuen würde. Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot: Ramen Chi 45 mit meiner geheimen Zutat. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so hässlich. Aber sonst gibt's hier auch wieder nichts Spezielles. Das heißt dann wohl, wir können eine Etage weiter nach oben gehen, obwohl gab's da nicht unten irgendwo noch einen Baum zum Hochklettern? Doch da. Dann eine violette Blume mitnehmen. Die Blumen sind aber hübsch. Es gibt bestimmt einen Robot, der sich freuen würde. Da sind wir wieder bei Spaltasar. Alright, hier gibt's nix. Und da geht's auch weiter nach oben. Das müssen wir auch. Da gibt's Pflanzen. Der Hut. Hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Ich will eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila Pflanze. Wenn nur einer der klein und flink ist, sie für mich holen könnte. Ja, wie gut, dass wir schon zwei haben. Oh wow, so unglaublich schön, danke. Könntest du die anderen auch für mich finden? Bitte, bitte. Oh, ich habe gehört, dass es eine seltene Pflanze ist. Danke. Könntest du die andere auch für mich finden? Bitte, bitte, bitte.
Das ist ein witziges Bild. Ich vermisse Clementine wirklich sehr, weißt du. Es wäre jetzt irgendwie ironisch, wenn ich die Pflanzen geben würde und sie dann gleich auffressen würde. Wie Katzen das eigentlich manchmal so machen. Pff, mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Der 11. Oktober. Okay, wait. Rot, lila. Gelb. Eine gelbe Pflanze brauchst du noch. Es ist doch gelb. Ja. Oh. Fast übersehen. Wie gut, dass ich aufgepasst habe. Dann haben wir schon alles hier erledigt, also zumindest die Pflanzen. Wie ich schon sagte, wenn nur jemand eine gelbe Pflanze, eine rote Pflanze und eine lila Pflanze für mich ergattern könnte. Ich liebe diese Farbe. Danke, Kumpel. Du hast sie alle gefunden. Ich danke dir so sehr. Hier ist als Belohnung mein Abzeichen für dich. Pflanzenabzeichen. Sieht richtig gut aus. Mach's gut. Bis bald, mein Freund. Nice, jetzt haben wir schon drei Abzeichen. Musik. Pflanze. Das andere. Oh nee, komm schon. Ich liebe Katzen. Alles. Immer bloß ein Chaos machen. Und ja, das ist auch in echt so. Wait. Nee. Haben wir hier wirklich alles schon gesehen? Wahrscheinlich schon, oder?